Naja, wenn Sie vernünftig von der ursprünglichen Wortbedeutung her nehmen, dann ist das Vernünftige ja das, was man vernimmt. Hat also sehr viel mit Wahrnehmung zu tun, mit einer Sensibilität für Wahrnehmungsnuancen und Differenzen. Und insofern könnte man sagen, gibt es eigentlich nichts Vernünftigeres als Kunst. Wenn Sie den Begriff der Vernunft ursprünglich nehmen, dann ist es da nicht getrennt. Vernunft ist kein rein kognitiver Begriff oder kein Begriff, der sich nur auf etwas Kognitives bezieht, sondern es ist wirklich das Vernehmen oder das griechische, altgriechische Wort für Vernunft ist ja Nous. Und das ist nicht nur der Gedanke, sondern es ist das, was man auch so sinnlich vernimmt, was man riechen kann. Also auch hier ist Sinnliches und Kognitives oder Intellektuelles nicht getrennt voneinander, sondern es ist noch eine Einheit. Und so ein Kopf und Bauch kommen zusammen, könnte man auch sagen, ein bisschen salopp formuliert. Und leider haben wir oft in der Moderne einen sehr reduzierten und verkümmerten Vernunftbegriff, sodass wir dann meinen, Vernunft, das sei eben nur eine Sache des Kopfes oder des Kognitiven, aber das stimmt eigentlich nicht. Und vielleicht kann uns gerade Kunst auch dabei helfen, wieder einen angemesseneren und breiteren Begriff von Vernunft oder von Vernünftigkeit rückzuerwerben.